Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Pickepall von mir. Heute geht es mal um dieses doch sehr emotionale Thema, aber ich finde wichtige Thema, die Mutter bzw. der Muttertag. Ich meine, ist egal, wann du das Video siehst, aber ich dachte, anlässlich zum Muttertag wäre das ganz gut. Ich habe das Gefühl, hier geht es vor allen Dingen in dem Pickepall um die, die vielleicht Schwierigkeiten mit der Mutter haben, vielleicht ja die Annäherungsversuche vielleicht nicht so geklappt haben, vielleicht sogar eine toxische Beziehung haben oder eine Beziehung haben, wo sie gar nicht wissen, dass sie vielleicht toxisch ist und sie vergöttern ihre Mutter, aber sie bekommen nicht dieselbe Energie zurück. Hier geht es jetzt nicht darum, die eine Supi-Dupi-Mama haben, ihre Mama über alles lieben und das beste Verhältnis. Aber falls du doch reingucken möchtest, weil du sagst, hey, vielleicht ist das eine oder andere für dich da drin, irgendeine Botschaft, vielleicht geht es bei dir nicht um die Mutter, sondern um eine andere Person, die vielleicht wie eine Mutter für dich war oder du wolltest, dass sie wie eine Mutter ist. Manchmal hat man eine große Schwester, die so war, aber da war trotzdem irgendwie was Toxisches in einem oder in dieser Beziehung. Auf jeden Fall geht es darum, rauszufinden, warum? Warum ist dieser Mensch so in deinem Leben gewesen? Was ist da vielleicht falsch? Und das sind nur Hinweise, ne? Du kannst das packen, wie du willst. Wenn du dich absolut nicht irgendwie abgeholt fühlst, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn du sagst, hey, ich habe vielleicht meine Kindheit drunter gelitten oder ich leide heute noch drunter oder ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe irgendwie ein komisches Verhältnis, ich weiß nicht, liegt es an mir, liegt es an ihr, was ist da eigentlich los? Und dann können wir mal gucken, welche Energien vielleicht das Universum dir hier weitergeben möchte, sodass du vielleicht ein bisschen Hilfestellung erhältst für die Zukunft. Ja, also du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Peils. Peil Nummer 1 haben wir den Dalmatiner Jaspis. Peil Nummer 2 haben wir den Rhodonit. Und Peil Nummer 3 haben wir den Eisblumenmagnesit. Wie immer gebe ich euch die Timestamps in die Infobox, gebe euch die Auswahlmeditation und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Peil wieder. Los geht's. Hallo, Peil Nummer 1. Ihr habt den Dalmatiner Jaspis gewählt und wir schauen mal, ja, was bei euch hier durchkommen will. Welche Energien wir hier reinbekommen. Ich würde fast sagen, ich muss mal kurz gucken, mit was wir beginnen. Vielleicht die Energien. Jetzt bin ich unentschlossen. Fangen wir mit den Tarotkarten an. Okay. Du und die Person. Interessant, dass wir hier eine Hofkarte haben, der Schwerter. Sie ist sozusagen im klassischen Tarot der König der Schwerter. In gewisser Weise fühle ich hier gerade eine gewisse Strenge. Auch wenn sie sonst nicht dafür steht, hat sie gerade so eine gewisse Strenge, eine gewisse Unruhe, so eine Bestimmtheit, die ich gerade empfange, eine gewisse Dominanz. Hier geht es darum, so ein bisschen zu handeln, wie sie das möchte. Vielleicht so zu denken, wie sie das möchte, dieselben Ansichten vielleicht zu haben oder dieselben Moralvorstellungen, Ethik. Es fühlt sich schwer an. Irgendwie fühlt sich die Karte gerade sehr schwer an. Aber ja, wir gucken mal. Und das bist du, der Eremit.
jemand, der sich zurückzieht. Also in dieser Verbindung neigst du dazu, dich zurückziehen zu wollen. Sei es, weil du merkst, die Gespräche führen nirgends hin oder du kommst emotional nicht an sie ran, weil ich sehe hier, dass Emotionalität etwas ist, was ihr gerade nicht so wichtig ist. Nicht, dass die Schwerter nicht wichtig sind, weil wir brauchen einen klaren Verstand, wir brauchen unsere Logik, wir sollen uns definitiv nicht immer nur in die Gefühle reinstürzen, weil manchmal können wir darin auch versinken, aber ich habe das Gefühl, in diesem Moment hier ist es so eine Loneliness, allein sein, sich alleine fühlen, sich vielleicht auch nicht verstanden fühlen. Ich glaube, du findest deinen Weg, wahrscheinlich auch, wenn ihr eine Beziehung miteinander habt, dann findest du deinen Weg auch durch diese Beziehung, du findest deinen Weg, dein Licht am Leuchten zu erhalten und dich nicht unterbuttern zu lassen, aber es ist auch dieses schon in sich auch irgendwo verschwinden wollen, also dass man nicht so viel von sich erzählt, vielleicht nicht so viel von sich zeigt, nicht so viel teilen möchte, weil man merkt, es wird vielleicht blöd angemacht oder es wird kritisiert oder es bringt Probleme. Also fährt man ein bisschen runter, shutted down, versteckt sich ein bisschen in sich selbst. Wir können ja mal gucken, das ist, was du dir wünschst und das ist, wie es wahrscheinlich ist. Ja, auch wenn das jetzt Mädel und Junge sind, aber ich glaube, das ist das, was du dir wünschst. Diese spaßige Verbundenheit, das Lachen, die Freude, das Gefühl, mit jemandem eins zu sein und albern sein zu können. Und vielleicht habt ihr auch Momente, wo ihr albern sein konntet. Vielleicht ist das auch das, woran du festhältst, wenn du an sie denkst, weil ihr Momente habt, wo ihr vielleicht über Dinge schäkern konntet. Kann aber, wie gesagt, auch der Punkt sein, wo ihr sagt, das ist das, was ich mir am meisten wünsche und das ist das, was ich nicht bekomme. Diese Leichtigkeit, diese Freude, dieses Rumalbern, sich auf was freuen, diese Schwere rausnehmen. Das ist, glaube ich, das, was von deiner Seite auf jeden Fall kommt. Ja, und das ist, wie es sich anfühlt, distanziert. Und die Karte steht auch dafür, dass eigentlich gerade eine Ehe ansteht. Aber der Mann weiß, er hat betrogen. Und auch wenn es hier gerade um Mann und Frau geht, ist es dieses Gefühl von, du kannst dich vielleicht nie drauf verlassen. Nicht drauf verlassen, was sie sagt, nicht drauf verlassen, was sie von sich gibt. Du musst dich immer um dich selbst kümmern und alles, was versprochen wurde, wurde vielleicht nie wirklich gehalten oder es hat Konsequenzen gehabt, es hat eine Schwere nach sich getragen. Und all deine Hoffnung oder die Hoffnung, die ihr vielleicht manchmal auch zusammen aufgebaut habt, ist letztendlich durch sie immer wieder eingestürzt. So dass du letztendlich immer alleine dastehst. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl, dass du alleine dastehst. Und vielleicht, und das ist es ja, wir können manchmal Mütter haben, die uns auch in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel, ne, wenn wir eine Ehe eingehen wollen und die erkennen dann zum Beispiel, oh, der Partner ist nicht gut für uns. Und dann haben die uns vielleicht sogar auch geholfen, sowas zu erkennen. Oder haben dann gesagt, der ist nicht gut für dich. Und wir haben dann drauf gehört zum Beispiel. Und das war sogar wahr. Und dann denken wir, Mensch, die war ja für uns da. Oder sie hat uns geholfen. Aber im Grunde genommen war es auch eigennütziges Verhalten, weil sie letztendlich auch für sich das getan hat. Das ging nicht nur um dich. Aber ja, manchmal können wir das dann nicht so unterscheiden, wann war was für uns und wann war was für sie selbst. Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz eine Bordkarte. Ja, Beständigkeit. Entweder symbolisiert sie Beständigkeit, weil sie in deinem Leben ist, oder es ist das, was du dir am allermeisten wünschst, eine Beständigkeit, dass etwas ja im Leben bleibt, nicht immer wieder verschwindet, nicht immer wieder geht, vielleicht auch die freudigen Momente, weil man kann im Leben immer mal schwierige Phasen haben, überhaupt kein Ding, aber die Schwierigkeit sollte nicht überwiegen und sollte nicht eine Beziehung definieren. Ja, man sollte nicht, das sollte nicht dieses Gefühl sein, dass eine Beziehung gerettet werden muss die ganze Zeit. Ja, das ist das, was sie, glaube ich, dir hier raten, diese Beziehung hinter dir zu lassen oder beziehungsweise nicht mehr so zu investieren, wie du vielleicht vorher investiert hast. Man muss auch sagen, die Person oder deine Mutter in dem Fall oder die Person, um die es hier bei dir geht, hat in gewisser Form nicht den Weitblick, den du hast.
Und vielleicht hast du dir ja gewünscht, dass derjenige sieht, was du siehst, oder die Kraft, die Energie, die Lösung. Aber ich habe das Gefühl, das wird immer nur dein Weg sein und nicht der Weg von ihr. Ja, weil ich habe das Gefühl, dieser Mensch wird aus seiner Gewohnheit nicht wirklich ausbrechen. Also was auch immer, wie auch immer dieser Mensch durchs Leben geht, was auch immer dieser Mensch für sich tut, ist es seine Gewohnheit und er wird es nicht für dich durchbrechen. Also es fühlt sich so an, als ob du da auch gegen was Schweres ankämpfen musst, dass derjenige aus seinem Trott rauskommen würde. Und das ist nicht deine Aufgabe, jemanden zu befreien aus seinem Trott, ihn wach zu machen. Das ist vor allen Dingen auch nicht die Aufgabe eines Kindes, egal wie alt man ist. Es ist nicht die Aufgabe eines Kindes, Eltern zu erziehen, Eltern wach zu machen, Eltern was zu erklären, Eltern was bewusst zu machen. Man kann immer klärende Gespräche suchen, aber Eltern sollten selber bewusst genug sein, sich zu hinterfragen, ihr Verhalten zu hinterfragen und vielleicht auch die Beziehung verbessern zu wollen. Und nicht, indem sie sagen, ja, du kommst ja nicht mehr, du meldest dich nicht mehr, weil das ist kein Verbessern, das ist nur Kritik üben und vor allen Dingen auch nur in ihrer Position, dass man auf sie zukommen soll, sondern wo bringt derjenige auch was in die Beziehung mit und bringt etwas von sich aus, ohne dass man es sagen muss, und hat es verändert, hat vielleicht was verbessert, hat festgestellt, Mensch, ich habe das immer gemacht, das war vielleicht blöd, ich habe das jetzt gesehen, gelesen, gehört, ich habe gemerkt, oh, das habe ich aufgrund vielleicht von meiner eigenen Kindheit, meinem Trauma gemacht, das will ich nicht mehr tun, ich will jetzt eine bessere Verbindung. Das ist dann ehrlich und authentisch. Und ich habe aber das Gefühl, hier ist so viel Gewohnheit und so viel, dass das, was du dir wünschst, in dieser Form nicht umsetzbar ist. Und entweder kannst du damit leben und du sagst, okay, dann ist es halt so. Manche haben das ja, sagen die, oh, die sind schon alt genug. Also die leben vielleicht jetzt nur noch 10 Jahre, das ertrage ich jetzt auch noch, obwohl ich immer sage, jedes Jahr ist wie verschwendetes Jahr, wenn man das erträgt, aber das muss jeder für sich einschätzen. Und andere Menschen sagen, nee, das ertrage ich nicht einen Tag länger und dann cutte ich oder dann finde ich einen Weg für mich da raus. Okay, jetzt schauen wir mal. Zwei, das habe ich noch nicht euch gesagt, Lenormand-Karten. Ich habe ein Lenormand-Deck entwickelt. Und ich weiß, die legt man sonst anders in einer ganz anderen Legung. Aber ich dachte, ich nehme es jetzt einfach mal als Orakelkarten, einfach weil ich gerade Bock habe. Und dann gucken wir mal, welche wir bekommen. Interessant, die 31. Also bei mir sind die so im Grauton, also nicht wirklich farblich, die Sonne. Ich glaube, ihr seid die Sonne. Ihr habt wahrscheinlich schon immer das Sonnenlicht in alle Beziehungen reingebracht. Familiäre Beziehungen, die Beziehung mit eurer Mutter, wahrscheinlich auch mit Partnern, Freundschaften. Ihr seid die Sonne. Und manchmal, wenn man so viel Licht hat, wenn man ein bisschen was von dem Licht abgeben und jemand anderem, ich will nicht sagen aufdrücken, aber dass man sagt, hey, wenn ich hell leuchte, kannst du vielleicht auch hell leuchten. Und der andere will aber manchmal nicht. Die sagen dann, nö, geh mir weg mit deinem blöden Licht, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust. Deswegen, du bist definitiv eine leuchtende Sonne, die es schwer hat, weil der andere nicht möchte. Wow, und wir haben auch noch die Sterne. Okay, also bei dir ist es, ich meine, das ist im Tarot ja ähnlich mit den Sternen. Du bist definitiv, habe ich das Gefühl, jemand, der sehr viel Hoffnung in sich trägt, sehr viel macht, sehr viel leistet. Wahrscheinlich auch so ein bisschen People-Pleaser-Energie, ne, dass du versuchst, denjenigen zufriedenzustellen und alles zu machen, aber nichts ist gut genug, nichts reicht. Es fühlt sich so an, als ob ihr auf jeden Fall sehr hoffnungsvolle Menschen seid und ihr kämpft für die Liebe und ihr kämpft für die Geborgenheit. Aber was ich bei euch auch sehe, dass ihr ruhig einen Schritt zurückgehen könnt. Ihr müsst das nicht mehr machen. Und wenn ihr gesagt habt, ihr macht es schon nicht mehr hervorragend, weil ich fühle, dass alles, was ihr tut, weil das ist es, dieser Mann, der hier seine Frau betrügt, obwohl sie eigentlich heiraten wollten, der hat ein Problem. Der hat in sich etwas, was sich nicht binden kann. Er hat in sich etwas Unehrliches. Er hat in sich etwas, was Angst hat. Das ist sein Problem. Er muss das lösen, nicht sie. Sie kann gar nichts dafür. Und wenn er sie nicht mehr mochte, dann hätte er das kommunizieren müssen. Man muss ehrlich sein, man muss zu Dingen stehen. Und das ist es. Wenn zum Beispiel deine Mutter für diesen Mann jetzt stehen würde, die einfach sagt, ja, ich konnte das jetzt halt nicht anders machen oder ich habe das jetzt einfach so gemacht. Ne, Menschen haben ja dann manchmal dieses, ja, es ging jetzt nicht anders.
Es ist aber trotzdem denen ihre Verantwortung, Dinge für sich zu regeln und anderen keinen Schaden zuzufügen, andere Menschen nicht zu belasten, anderen Menschen nicht weh zu tun. Und nicht immer kann man das vermeiden, aber man kann zumindest danach streben. Und wenn dann irgendein plumper Satz kommt oder so eine halb hingeschleuderte Entschuldigung, die eigentlich gar keine ist, dann ist es ganz wichtig, sich selbst zu fragen, hat mir das jetzt gereicht, was derjenige gesagt hat? Oder ist es eigentlich nicht genug, was derjenige sagt? Weil sehr oft hat man keine Ansprüche, weil man sagt, das sind die Eltern, das ist die Mama, ich kann keine Ansprüche stellen. Die hat mich geboren, die hat mich auf die Welt gebracht, die hat sich um mich gekümmert. Und ich sage immer wieder, das ist die Verantwortung einer Mutter. Wenn du diese Verantwortung nicht tragen kannst, werde nicht Mutter. Das ist kein, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht Anerkennung bekommen kann, weil es ist ein schwerer Job. Ich sehe es ja bei all den Frauen, die das leisten. Und ich habe ja in meiner Kindheit mich auch um meine Geschwister gekümmert, von A bis Z, wirklich wie so eine Mutter, die alles gemacht hat. Von Füttern über Windeln, nachts aufstehen, wenn gezahnt wird, wenn gesabbert wird und alles Mögliche heranwachsen, aufpassen. Und ich meine nicht aufpassen, wie Geschwister passt man eine Stunde auf, sondern wirkliches Mutterdasein, sodass ich teilweise sogar Mutter genannt wurde, also Mama genannt wurde. Und diese Verantwortung, sich um Kinder zu kümmern, ist eine große. Und deswegen Chapeau an jeden. Aber es gibt eben auch Mütter in dieser Welt, die sagen, ist nicht mein Job, hab keinen Bock drauf. Oder ist mir zu viel. Aber sie holen sich keine Hilfe. Sie lassen es dann an dem Kind aus. Sie ignorieren das Kind, sie bestrafen das Kind. Sie machen sich vielleicht lustig über das Kind. Und das geht gar nicht. Ja, wenn du Hilfe brauchst, such nach Hilfe. Rede. Steh über diesem Schamgefühl, geh in die Demut und bitte darum, dass dir geholfen werden kann. Sei nicht in Anführungsstrichen so arrogant und überheblich und denke, du kriegst es schon hin, obwohl du es gar nicht hinkriegst. Manchmal ist es sehr wichtig zu sagen, ich schaffe was nicht. Und hier fühle ich, dass es aber nicht, dass derjenige das irgendwie nicht konnte oder nicht wollte oder nicht zugeben will, auch heute nicht. Und das zwar gemeckert wird, oh, du hast mir so viel Ärger bereitet oder oh, du hast mir so viel Kummer gemacht, aber derjenige kann nicht zugeben, hey, ich hätte mir Hilfe suchen sollen. Ich hätte vielleicht was anders machen sollen. Das Wichtigste ist, wie geht jemand heute mit dir um? Ja, piep jetzt mal auf die Vergangenheit. Wie fühlst du dich heute mit diesem Menschen? Das ist das Allerwichtigste, was du dich jetzt fragen sollst. Fühlst du dich aufgeladen? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich geborgen? Fühlst du dich verstanden? Oder ist es ein Pflichtgefühl? Ist es ein Schuldgefühl? Ein schlechtes Gewissen? Ist es die Angst vom Alleinsein? Ist es die Angst, dass andere urteilen könnten? Ist es die Angst, dass du denkst, dass du vielleicht, keine Ahnung, nicht in den Himmel kommst oder eine Sünde begehst? Was alles Quatsch ist. Wir werden nicht danach geurteilt, wie wir mit unseren Eltern umgegangen sind. Wir werden danach geurteilt, wenn überhaupt wir beurteilt werden, wie ehrlich wir mit uns selbst waren, wie authentisch wir unser Leben gelebt haben und ob wir nur nach den Normen und Vorstellungen anderer Menschen gelebt haben. Und deswegen ganz, ganz wichtig, lebst du dein Leben? Machst du dich frei von allen Verantwortungen, Erwartungen, Bürden, Absprachen, die man scheinbar hat? Und ich sage nicht, man kann ein gutes Verhältnis nicht mit der Mutter haben. Aber hier geht es speziell darum, dass da was, dass da der Wurm drin ist und dass du nicht verpflichtet bist, etwas aufrechtzuerhalten, was dir nicht gut tut. Und falls du sagst, meine Mama ist vielleicht gar nicht mehr da, die ist vielleicht schon von uns gegangen und ich habe gar nicht mehr die Beziehung zu ihr oder auch nicht mehr die Bindung oder ja, sie existiert nicht mehr, ich kann nichts mehr klären. Auch dir soll ich sagen, das war nicht okay. Das war nicht okay. Und dieser Mensch hat sich zurückgezogen, obwohl er nach vorne gehen sollte. Er hat sich versteckt, obwohl seine Aufgabe war, zu lieben und zu leben. Und er hat sich geschämt und hat das dann in Wut oder Engstirnigkeit umgewandelt. Und es ist immer so, es gibt so bestimmte Gefühle, wenn man die am Anfang fühlt, die sind noch seicht. Also du hast jetzt vielleicht einen peinlichen Moment, und du schämst dich vielleicht, aber du lachst drüber und alles ist gut. Aber wandelst du diesen, sagen wir mal, peinlichen Moment auf einmal in so eine ernste Lage um, entsteht so eine gewisse Verbitterung. Und dieser Teil Verbitterung ist jetzt wie so ein Splitter in dir. Und je mehr du in Situationen alles zu ernst nimmst, viel zu viel Erwartungen an dich stellst, dich selbst vielleicht verurteilst und hast, irgendwann bestehst du nur noch aus Splittern. Und sehr viele Mütter bestehen nur noch aus Splittern. Und da kann man als Tochter, als Sohn, als wer auch immer, diese Splitter nicht rausziehen. Das muss derjenige auch selber tun.
Und teilweise tut es auch weh, die Splitter rauszuziehen. Und deswegen machen es viele nicht, weil es weh tut. Und deswegen, du kannst nichts für die Splitter. Du hast diese Splitter nicht verursacht. Und du bist auch nicht schuld, dass sie drin geblieben sind. Und das ist so das, was ich dir hier geben soll. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Krafttiere für dich an. Interessant. Die Kuh. Und die Kuh ist, wenn man, also wenn ich jetzt nach den Tieren gehen würde, eine der Mütter schlechthin. Es ist eine unheimlich, das ist ja das Schlimme an den Kühen, unheimliche liebende Wesen, die ihre Kinder über alles lieben, die sehr fürsorglich sind und die sehr familiär sind. Deswegen ist es ja auch so grausam, was die Menschheit den Kühen antut. Oder dass es ihnen Kinder sofort entzieht und so weiter und so fort. Deswegen kotze ich im Strahl immer, wenn es Kalbsfleisch gibt und sowas, weil ich weiß, hier wurde gerade eine Mutter von ihrem Kind getrennt, was sie über alles liebt. Und nur so dahin an der Stelle, ne? Und ich glaube, sowas, du bist eigentlich diese Kuh. Du bist so, du würdest alles für dein Kind tun und du würdest alles für die Menschen tun, die du liebst. Und du bist diese gute Seele, der so viel Unrecht angetan wurde, die so benutzt wurde und die in diesem Leben so wenig Anerkennung bekommen hat. Und du verdienst die Welt. So wie die Kühe die Welt verdienen, verdienst du die Welt. Und das ist das, was ich hier für dich sehe. Du bist ein unheimlich starkes, magisches Wesen. Und auch ein unheimlich bezirzendes, wunderschönes, kraftvolles Wesen. Ja, der Flamingo hat für mich so was Magisches, Ätherisches, Freies. Du bist jemand, der hat einfach, wie soll ich das sagen? Der hat etwas Einnehmendes. Du bist hast ein sehr einnehmendes Wesen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn die Mutter so war, wie ich sie hier empfinde, war sie neidisch auf dich. Sie hat dir nichts gegönnt. Deine Liebenswertigkeit, deine Schönheit, deine Kraft, deine Stärke, deine Empathie, dein Vertrauen, auch deine mystische Seite. Und du verdienst es nicht, so behandelt zu werden. Und du verdienst was Besseres. Und ich sag dir jetzt schon, wenn du das erkennst, wirst du auch Besseres für dich bekommen. Weil du wirst nie wieder dich so behandeln lassen. Von wem auch immer. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ihr seid wunderschön. Okay, ihr Lieben. Das war's jetzt zu Peil Nummer 1. Falls ihr euch noch zum anderen Peil gezogen fühlt, schaut ihn gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, findet ihr das auf meiner Website, verlinkt in der Infobox. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox. Oder auf meiner Website eine Möglichkeit, falls ihr kein PayPal nutzt. Schaut doch gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Pile Nummer 2. Ihr habt den Rhodonit gewählt und wir schauen mal, was wir hier für eine Energie reinbekommen. So witzig, dass es einfach bei den Schwertersachen bleibt. Man könnte fast sagen, deine Mutter, wenn es bei dir hier um die Mutter geht, ist jünger als du. Also von der Energie her, von der Seele. Also jemand, der. So fühlt sich das irgendwie gerade an. Jemand, der schon Erfahrung gemacht hat, also in diesem Leben und in anderen Leben. Aber es fühlt sich auch so an, als ob derjenige sich noch finden muss oder musste oder vielleicht konnte er sich nicht finden und hat das vielleicht auch manchmal an dir ausgelassen. Vielleicht gab es ja Chancen, die sie nicht nutzen konnte, Dinge, die sie gerne getan hätte, aber es ging nicht. Es fühlt sich irgendwie so schuldzuweisend. Ich fühle eine Schuld. Das fühle ich irgendwie gerade, als ob jemand sagt, wegen dir konnte ich das nicht. Oder du warst das Hindernis. Ich weiß nicht. Und das sehe ich. So sehe ich dich. Das ist interessant. Weil sie steht für die Scheiben und sie steht für die Schwerter. Wir haben also die Erde und die Luft. Das eine ist der Kopf. Vielleicht ist da auch sehr viel Stress, Hektik, Zweifel links und rechts ist so eine Ruhe, so eine Geborgenheit, so eine. So was Gediegenes, in sich Ruhendes.
Und ich glaube, dass du definitiv jemand bist, der entweder sie oder andere geerdet hat. Und manchmal macht das, hilft es, aber manchmal macht das auch diesen nervösen Geist noch nervöser, weil sie so sind wie, wie machst du das? Wieso kannst du das? Was tust du da? Manchmal wird da sogar sowas unterstellt wie, das ist doch Hexenwerk, so ungefähr, so wie kannst du das anstellen? Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall eine gewisse Ablehnung fühle ich. Aber ich fühle auch, dass du dich auch, also dass du, nicht, dass du eine junge Seele bist, so würde ich das nicht sagen, aber dass du sehr jung geblieben bist. Egal wie alt du bist, du bist so eine Seele, die bleibt jung, die will noch, die will, die ist fasziniert vom Leben. Und hier fühle ich so eine gewisse Hochmut, sowas wie, ist doch lächerlich, dass du das Leben liebst. Das Leben ist ernst, das Leben hat Schwierigkeiten, das Leben muss man regeln, das Leben muss man machen und du musst es noch lernen, dass das Leben so ist. Und sie ist aber voller Zuversicht und Vertrauen und sie weiß, dass sie alles hinkriegt. Das bist du. Du weißt eigentlich, dass du Dinge hinkriegst, selbst wenn das Leben dich manchmal oder sie dich da in andere Richtung lenken wollte. Wir gucken mal, was du dir für diese Beziehung wünscht oder gewünscht hast oder was euch vielleicht auch in gewisser Form verbunden hat. Interessant. Also entweder bist du ein Papakind und du bist mit deinem Papa aufgewachsen und hast eine bessere Bindung zu deinem Papa. Oder du hast in der Beziehung gelernt, dass man Menschen anhimmeln muss, um Liebe zu bekommen, dass man gehorsam sein muss, dass man. Ich glaube, du hast dir Bewunderung gewünscht. Bewunderung, Anerkennung, Wertschätzung, wahre Liebe. Und entweder hat diese Beziehung euch auch geprägt, weil es, also ich krieg mehrere Sachen rein. Es kann sein, dass du eine bessere Verbindung zu deinem Vater hattest als zu deiner Mutter. Es kann sein, dass du vielleicht sogar zu den Partnern deiner Mutter oder Partner, muss ja nicht immer mehrere sein, eine bessere Bindung hattest. Kann auch sein, dass deine Mutter in gewisser Form neidisch auf dich war, dass du vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit von anderen bekommen hast. Aber es fühlt sich so an, als ob du einfach nur geliebt werden wolltest. Du wolltest einfach nur Liebe. Aber es ist so interessant, dass ich bei den Müttern einfach immer diese Schwerterkarten kriege. Ich meine, es passt ja auch zum Thema. Und das ist, wie du dich fühlst oder was so eure Beziehung ausgemacht hat. Entweder, dass du fliehen willst oder dass du immer schon innerlich geflohen bist. Entweder aus Gesprächen oder aus einer Situation. Oder du hast vielleicht es der Person recht gemacht, damit der Streit aufhört, der Stress aufhört. Aber eigentlich wolltest du dich manchmal nur zurückziehen, verschwinden, abhauen, irgendwo hinflüchten. Vielleicht ist es sogar so, dass du schon ausgezogen bist, dein eigenes Leben aufgebaut hast und trotzdem fühlt es sich so an, als ob da jemand dich heimsucht und du kannst dem Geist nicht entweichen. Weil es ist so wie so ein Dementor bei Harry Potter. Jemand, der einem irgendwie die Kraft aussaugt, die Energie nimmt, immer nur Stress macht und du willst von diesem ganzen Nebel und dem ganzen Stress einfach nur weg, einfach nur dein Leben leben. Es ist krass, wenn man eine Beziehung hat mit jemandem, den man eigentlich liebt, weil man liebt grundsätzlich immer schon mal als Kind. Man kann gar nicht anders, man will. Und man will Liebe und Aufmerksamkeit und man merkt, das funktioniert zum Beispiel nicht. Dann bleibt letztendlich immer nur der letzte Schritt zu gehen, Abstand zu gewinnen. Sehr viele sagen auch, ja, früher, als ich zu Hause gelebt habe, das ging gar nicht, jetzt wohne ich draußen, wir sehen uns zweimal im Jahr, alles ist gut, alles ist dupi. Und ich denke dann immer, das ist gut für dich, dass du das so geregelt hast. Aber eigentlich ist die Beziehung noch die alte, weil sobald du länger bleiben würdest, länger als 2 Tage oder länger als zweimal im Jahr, würdest du merken, dass all das, was nicht stattfindet, deswegen nicht stattfindet, weil die Zeit zu kurz ist. Ich habe damals auch gedacht, wenn ich jemanden aus der Familie besuche, dass alles gut ist, aber als ich dann auf einmal in der Ecke gewohnt habe und denjenigen tagtäglich sehen konnte, habe ich auf einmal gemerkt, gar nichts ist gut. Das war nur der Abstand und weil ich es auch ignoriert habe, dass die Probleme sind, weil ich war so wie Distanz, Abstand schafft es, aber es löst nichts. Es löst nichts. Es ist eine Überbrückung und auch eine Maßnahme und auch für viele wichtig, auf die Art und Weise Dinge im Leben zu lösen, aber es ist
keine wirkliche Lösung. Ja, du bist auch so jemand, du neigst dazu, dich auch auf Menschen zu fokussieren, die dir wichtig sind. Du fokussierst dich dann darauf, was der vielleicht denkt und fühlt oder was du vielleicht richtig oder falsch gemacht hast. Und das prägt dich, glaube ich, auch im Berufsleben. Das prägt dich auch so generell. Es kann sein, dass du dich hinterfragst, wenn du Menschen triffst, wenn du Menschen kennenlernst, wenn du datest, wenn du dich zeigst in der Welt. Ich glaube, du neigst auch dazu, dich auf die Probleme anderer zu fokussieren und die lösen zu wollen. Entweder kommt das aus der Kindheit, weil du das da schon tun musstest. Oder du bist halt jemand, den interessiert halt der Mensch oder den interessiert halt, Lösungen zu finden, weil das wie ein Hobby geworden ist. Aber du bist, es kann manchmal sein, dass du dich sozusagen auch zu doll auf Menschen fokussierst, zu sehr auf die Probleme. Und dass es dich dann überrennt und du dann wegrennen willst aus der Situation, aber vielleicht nicht mehr kannst, weil du zu tief drin steckst und zu viel schon an Hilfe angeboten hast und zu viel machen wolltest. Ja, ich glaube, das ist so könnte man dein Leben zusammenfassen. Du hast dich einfach schon immer zusammengerissen. Selbst wenn im Grunde genommen alles am Zusammenbrechen war, bist du, glaube ich, jemand, der hat gesagt, es muss, also mache ich. Vielleicht hat auch jemand anderes gesagt, es muss, also mache ich. Oder also musst du. Aber ja, da ist so ein Druck. Und das ist es auch. Auf der einen Seite bekommst du Dinge alleine hin, weil du eine starke Person bist und sehr viel Kraft in dir steckt. Aber manchmal bist du es auch leid. Ich glaube, du bist es auch leid, immer alles alleine hinzubekommen. Fast so, nur so als Beispiel in meiner Familie. Ich habe mehrere Geschwister. Und wenn die dann mitgekriegt haben, man bekommt was hin, waren die immer so, oh, du kannst das doch. Und dann hat gar keiner geholfen. Und dann musste man es alleine machen. Und auch wenn man es konnte, haben sich andere nicht mal bemüht, es zu tun. Sie haben es einfach nur abgeschoben, so wie, oh, bevor ich da jetzt ewig brauche, kannst du es doch schnell machen. Und auch wenn man denkt, oh ja, cool, ich kann Dinge tun und es ist cool, irgendwie eine Bereicherung zu sein. Aber nach einer Weile ist man irgendwann müde, wenn man sieht, alle haben Spaß, alle chillen irgendwo und du sitzt da und regelst und machst und mehrst. Und dir wird wie so ein Teil vom Leben weggenommen, weil jeder nur seinen Mist zu dir schiebt. Und das fühle ich hier so, dass dieses auf der einen Seite bekommst du Dinge alleine hin, aber auf der anderen Seite ist es nicht fair, dass du es alleine hinbekommen musst. Und vielleicht wurde dir das auch mal auferlegt, ne? Wenn du vielleicht große Schwester, großer Bruder warst, aber nicht nur groß, weil ich weiß ja, es gibt auch ältere Geschwister, die machen gar nichts und die Mittleren machen alles oder die Kleinen machen alles. Es hat im Grunde genommen nichts mit der Position zu tun, sondern wer ist the golden child, ja? Oder auch wenn du Einzelkind bist, kann es genauso sein, dass du alles alleine hinbekommen musst. Kann auch sein, du hast jemanden gehabt, der vielleicht abhängig war von etwas, der vielleicht Suchtmittel zu sich genommen hat und du musstest alles alleine hinbekommen. Du hast dich um dich kümmern müssen. Also ich fühle auf jeden Fall eine große Verantwortung bei dir. Und dann schauen wir uns mal die Karten an. Die hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Ich habe mir ein Lenormand-Deck gemacht. Und normalerweise legt man die ja anders, aber hier lege ich die jetzt auch einfach als Orakelkarten mal mit dazu und wir gucken mal, was wir hier bekommen haben. Interessant, den Brief. Entweder bist du jemand, der noch kommuniziert oder auch kommuniziert hat. Vielleicht hast du deine Dinge, die du sagen wolltest. Ne? Manchmal ist das so, da fasst man sich ein Herz und sagt, weißt du was, ich schreibe das jetzt derjenigen einfach oder demjenigen. Ich habe es auch schon gemacht, es hat bei mir gar nichts gebracht. Derjenige hat sich nur darüber lustig gemacht und hat alles auseinandergenommen und mir erzählt, wie doof ich eigentlich bin. Also es hat alles Schuldumkehr und bla bla bla. Und ich habe dann gemerkt, dass dieser Brief niemals hätte abgeschickt werden müssen, sondern ich hätte es für mich schreiben sollen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen wichtig ist, um rauszufinden, Antworten zu erhalten und Kontakt aufzunehmen, vielleicht um Lösungen für sich zu finden, um vielleicht auch abschließen zu können. Und auch für die vielleicht ihre Eltern nicht mehr sehen können, weil sie nicht mehr da sind, vielleicht auch einen Abschiedsbrief zu schreiben, diese Beziehung zu verabschieden. Ich glaube, das wäre auch ein Schritt für den einen oder anderen, um das Thema mehr loslassen zu können. Und man darf ruhig Schuldzuweisungen in diesem Brief verfassen, weil wenn du Schuld fühlst, also das Gefühl, dass jemand etwas getan hat, was er nicht tun sollte, dann darfst du auch sagen, hey, das war nicht okay. Und ich finde immer, wenn man sagt, es war nicht okay, ist man ehrlich mit sich selbst. Und es hat nichts mit böse sein zu tun und gemein und bla, sondern es hat was damit zu tun, dass ich sage, ich fühle etwas und ich empfinde es und ich drücke es so aus. Und ich finde, wir Menschen sollten viel mehr auf das hören, was wir in uns wirklich tragen und fühlen
ohne immer dieses schlechte Gewissen, weil das bringt niemandem was. Außer dass einfach das Toxische, was vorher bestanden hat, einfach weiterhin besteht. Und der Anker. Ja, du bist wahrscheinlich schon immer der Anker für andere gewesen. Entweder Anker für deine Mutter, Anker für die Menschen um dich drumherum. Ich glaube, du wünschst dir nichts mehr als einen Anker. Also, dass du ein Anker, dass jemand anderes ein Anker für dich ist. Aber ich glaube, du bist halt schon immer der Anker gewesen. Das passt auch zu diesem alleine hinbekommen, ne? Du bist jemand. Ich meine, manche haben auch ein tolles Verhältnis zu ihrem Papa gehabt, der ist dann gestorben. Oder der musste die Familie verlassen, weil er mit der Frau nicht klarkam. Auch schwierig manchmal, wenn er dann die Kinder bei der Mutter lässt. Aber ich fühle, dass du so jemand bist, der in sich selbst auch eine gewisse Kraft gefunden hat, die andere nicht mal ansatzweise in diesem Leben in sich finden können. Also du bist sehr, sehr starke Person. Auch wenn es natürlich manchmal sehr belastend ist und sehr schwierig ist und auch anstrengend ist, hast du aber so ein Wunder in dir, weil Anker für jemanden zu sein oder im Leben zu sein, das können nicht viele. Nicht viele Menschen können Anker sein. Die sind oft sehr, sehr unsicher. Die haben oft eine sehr unruhige Energie. Die haben oft eine sehr belastende Energie. Und selbst wenn ich nicht, ne, ich will jetzt nicht sagen, du hast keine Schwierigkeiten, aber Menschen können Schwierigkeiten haben und trotzdem Anker sein. Und du bist so jemand. Und ich glaube, das warst du auch für deine Mutter, selbst wenn sie es nicht zugegeben hat oder dir nicht sagen konnte. Ich kriege gerade nur rein, falls du ohne Mutter aufgewachsen sein solltest, weil das ist ja auch möglich, weil wir ja gerade den Vater hier auch bekommen haben und die Mutter vielleicht nicht da war, dich weggegeben hat, du vielleicht zur Adoption gegeben wurdest und das Mutterthema bei dir auch eine starke Wunde hinterlassen hat. Du bist auch nicht schuld an irgendwas, was da passiert ist, sondern du bist jemand, der sollte energetisch mit der Person nicht zusammen sein. Es manchmal, das ist ganz komisch mit dem Universum, manchmal werden wir wie freigegeben von etwas Normalem, von normalen Beziehungen, von normalen Erwartungen, um eine andere Seite in uns zu entdecken, die sehr kraftvoll und magisch ist, die wir sonst so nicht entdeckt hätten. Und das ist ein schmerzhafter Weg. Und ich meine damit null. Ja, der Schmerz musste sein, bla bla bla, sondern ich meine dieses, manchmal ist eine Situation in dem Moment so, wie sie ist, und es löst in dir etwas aus, was ein Wunder in sich trägt, aber dieses Wunder kommt mit einem Preis, und den Preis hast du gezahlt. Ja, wenn Leute dann manchmal sagen, ja, hat ja auch sein Gutes, denke ich immer, ja, es hat aber auch einen harten Preis gehabt, einen harten Preis. Und den können viele nicht zahlen, sehr viele nicht, du schon. Auch wenn er schmerzhaft war. Deswegen Chapeau da auch an dich, was auch immer du da überstanden hast. Und wir kriegen eine Kraftkarte für dich rein, eine Kraftkarte. Du bist eine fleißige Biene und ich glaube, so empfinde ich dich auch schon immer. Deswegen auch dieses alleine hinbekommen, zusammenreißen, fokussieren, Dinge zum Laufen bringen. Du bist eine fleißige, emsige Biene, die wichtig ist, die wichtig für die Welt ist, die wichtig für das ist, was in der Zukunft kommt. Und du darfst auf gar keinen Fall den Kopf hängen lassen. Also du kannst den Kopf hängen lassen, aber dann auch wieder den Kopf hoch und richten und Krone richten, weil da kommt noch was. Das war's noch nicht. Das, was du erlebt hast, hat dich geprägt und geformt, hat dir vielleicht auch das Herz gebrochen, aber nicht so gebrochen, dass du nicht wieder lieben kannst, dass du nicht wieder lachen kannst, dass du nicht wieder Freude empfinden kannst. Du kriegst das wieder hin. Ich habe auch das Gefühl, du findest auch noch deinen kleinen Bienenstaat mit den anderen Bienen, die fleißig sind und die vielleicht Ähnliches durchhaben und mit denen du dich austauschen kannst und wo ihr dann über die Dinge reden könnt, die euch passiert sind. Der Pfau. Oh, ich liebe ja den Pfau. Er ist mächtig, er ist magisch, er ist imposant, er ist wunderschön. Also du bist jemand, den sieht man, den spürt man, den nimmt man wahr. Der ist auf gar keinen Fall zu übersehen. Und wahrscheinlich ist es auch das, was hier so ein bisschen ist. So dieses. Ich meine, der V, da sage ich immer, das steht oft mit Neid in Verbindung, ja. Man ist neidisch auf das Gefieder, neidisch auf die Form, neidisch auf die Schönheit. Und die Schönheit kann ja in vielerlei Hinsicht, also man kann ja auf vielerlei Hinsicht schön sein. Und ich sehe, du bist jemand, der,
wie soll ich das sagen? Der hat was in sich, was andere am liebsten wegkratzen würden. Wie bei Frau Holle. Goldmarie, Pechmarie. Und die Pechmarie ist so eifersüchtig auf die Goldmarie und ist so wie, oh, ich will dieses Gold vom Kleid wegkratzen. Aber sie merken, sie können es dir nicht wegnehmen, weil es in deiner Seele ist. Und deswegen, egal was dir passiert ist, egal was dir angetan wurde, egal was du erlebt hast, egal wie das Verhältnis ist, du bist immer noch einzigartig und wunderschön und das konnte dir nie genommen werden. Und das, es wird wichtig, dass du das wieder siehst. Es wird wichtig, dass du das wieder anerkennst und siehst, dass du eine unheimliche Schönheit hast und dass du... Es ist so, man könnte sagen, ist rein theoretisch, ne? Menschen sagen ja manchmal, manche Dinge im Leben sind wichtig, bestimmte Tiere in der Welt sind wichtig. Und man könnte jetzt rein theoretisch sagen, auch wenn es nicht stimmt, der V ist nicht wichtig fürs Leben. Er ist wunderschön, aber was bringt er schon? Und gleichzeitig bereichert er uns, er hat schon viele Menschen inspiriert in der Kunst, in der Mode, in egal was für Dinge, die hergestellt wurden. Und deswegen ist er ein Teil dessen, was auf dieser Erde geschaffen wurde. Und deswegen bist du auch ein Teil dessen, was auf der Erde geschaffen wurde. Und selbst wenn du dir unbedeutend vorkommst oder überflüssig oder unnütze, bist du es nicht. Ja, also falls irgendwie so ein Thema in deinem Leben gewesen sein sollte, dass du nur nützlich bist, wenn du fleißig bist, aber nicht, weil du einfach nur bist. Du bist wichtig für diese Welt und du sollst dir auf gar keinen Fall was anderes einreden lassen. Ja. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das zu Peil Nummer 2. Falls ihr euch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut ihn gerne an. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit. Falls ihr mich buchen wollt, auch auf der Website, schaut gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt den Eisblumenmagnesit gewählt. Wir schauen mal, was bei euch die Verbindung ist. Okay. Also es ist schon so eine Art, ich gehe. Es ist so eine Wehmut, neue Wege gehen zu wollen, aber es ist auch so ein Abwenden von dem, was existiert. Ich bin gespannt, ob du oder sie das ist. Wir gucken mal die andere Karte noch an. Okay, ja. Wir haben hier die 6 der Kelche und die 8 der Kelche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, genau. 8 der Kelche. Und die eine sagt, und tschüss. Und die andere sagt, hier, ich zeige dir, wie die Welt ist. Ich zeige dir... Ich gebe dir Wissen weiter, ich gebe dir Erfahrung weiter, ich gebe dir Liebe weiter und du bist diese Person, die weitergibt. Ob du jetzt ein Kind hast oder ob du an Menschen weitergibst, du gibst weiter. Du bist jemand, der will nicht alles nur für sich haben, sondern du bist jemand, der will auch, dass andere Bereicherung erhalten von dem, was du vielleicht erfahren hast. Das hier ist so eine Art Rückzug, nichts damit zu tun haben wollen, sich abwenden, neue Wege gehen. Und es könnte sein, dass entweder sie sich mit der Vergangenheit nicht auseinandersetzen möchte und auch keine Lust hat, irgendwie die Vergangenheit anzugucken. Es kann aber auch sein, dass es so eine Art Schuldgefühl auch ist, aber nicht so das größte Schuldgefühl, dass jemand sagt, okay, weißt du was, ich habe so ein großes Schuldgefühl, ich ändere was, sondern so ein Schuldgefühl, dass derjenige so ist, wie damit beschäftige ich mich nicht, das ist so ein unangenehmes Gefühl, ich will, dass das weggeht. Und deswegen, du wendest dich dem Menschen und den Liebe und auch dem inneren Kind zu. Du bist jemand, der trägt Verantwortung. Und hier, auch wenn die Karte sonst anders gedeutet wird, aber hier empfinde ich ein Weglaufen. Es fühlt sich an wie ein Weglaufen. Also als ob man gerade noch da gestanden hat und dann würde man sagen, hey, ich würde gerne was über was reden. Und derjenige ist so, oh, ich habe zu tun, dreht sich um und geht. So fühlt sich das gerade an. Obwohl ich die Karte sonst immer ein bisschen... positiver empfinde, ein bisschen zumindest, ist es, dass es in dem Moment das für mich gerade symbolisiert.
Dann schauen wir mal, was du dir für die Beziehung zwischen euch gewünscht hättest. Es ist interessant, dass ich diese Männerkarten reinkriege für euch, obwohl es hier um die Mutter geht. Aber vielleicht ist es das. Entweder habt auch ihr ein besseres Verhältnis zu eurem Vater oder habt ein leichteres Verhältnis zu eurem Vater. Wenn nicht, dann ist es auch hier dieses Gefühl von gefangen, also nicht gefangen, aber aufgenommen werden wollen, lachen wollen, verstanden werden wollen, Spaß zu haben, Freude zu haben. Das Gefühl von Geborgenheit und das Gefühl auch Verständnis für das innere Kind, also für das Kind zu haben, auch Kind sein zu dürfen. Vielleicht ist es auch das, Kind sein zu dürfen und nicht schon erwachsen sein zu müssen. Die Magie im Leben auch erleben zu können. So dass der Erwachsene ist und du das Kind sein kannst. Weil sehr oft sind viele, die kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter haben, oft sehr früh erwachsen geworden und haben sich sehr früh mit Themen auseinandersetzen müssen, die teilweise noch nicht mal für sie eigentlich waren. Also es war zu viel, es war zu heftig, es war zu schmerzhaft, es war vielleicht auch einfach extrem überfordernd und manchmal auch gar nicht handelbar. Und wir gucken mal, welche, sagen wir mal, Schwierigkeiten eure Verbindung, ja, die Zeit. Ich habe doch gerade gesagt, erwachsen werden. Ja, die Kindheit fliegt davon und die Zeit drängt und du musst schnell erwachsen werden. Du hast keine Zeit, in irgendeiner Form auf deine Art und Weise groß zu werden, sondern auf die Art und Weise, wie jemand anderes dich haben möchte, wie jemand anderes möchte, dass du groß wirst. Und das kann bedeuten, dass du in jungen Jahren schon sehr schnell viel machen musstest, auch viel Verantwortung und wie gesagt auch Themen, die noch gar nicht dir entsprechen. Ja. Also es passt perfekt und es kann sein, dass wenn du entweder Kinder hast, dass du deinen Kindern sehr viel Zeit gibst, auch Zeit gibst, Kinder zu sein. Oder dass du sagst, nee, ich entscheide mich komplett gegen Kinder und ich gebe meinem inneren Kind jetzt Zeit, Kind zu sein und ich hole Dinge nach und ich gebe mir Raum und ich hole mir meine Kindheit zurück, weil das ist ein wichtiger Schritt im Heilungsprozess. Ja. Schauen wir mal die Wortkarten. Ja. So fühlt sich das an. Also wie auch immer die Verbindung zu deiner Mutter war, es ist eine räuberische Beziehung. Also dir wurde was genommen. Dir wurde was genommen, was dir eigentlich zustand. Und wenn es die Kindheit war, die dir genommen wurde. Ich will jetzt nichts direkt sagen, zwecks, ne? Wegen YouTube und dem Ganzen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere auch eine körperliche Räuberschaft erlebt hat. Das gilt jetzt vielleicht nicht für alle, aber der eine oder andere hat vielleicht auch da körperlich Dinge vielleicht erleben müssen, Mädchen wie Jungs, wo dir was genommen wurde, was demjenigen nicht zustand. Grundsätzlich nicht. Ja, das war wahrscheinlich auch das Thema in deinem Leben. Und das prägt dich vielleicht heute auch noch. Entweder konsumierst du jetzt im Übermaß, weil der Verzicht so groß war, dass du den Konsum sozusagen jetzt als Heilungsprozess nimmst. Oder du verzichtest immer noch. Du verzichtest auf deine Ruhe, du verzichtest auf deine Heilung. Oder du verzichtest darauf, dir Zeit zu nehmen, deine Energie für dich zu beanspruchen. Also, dass du sagst, das ist meine Energie, ich muss die jetzt nicht jedem geben, ich muss nicht für jeden verfügbar sein, ich kann jetzt auch wirklich mal für mich sein und ich kann Nein sagen und ich darf Ja zu Sachen sagen, die ich will und ich lasse mir nichts vorschreiben, weil Verzicht ist oft etwas, wenn du damit aufwächst oder wenn das etwas ist, was du lernst. Irgendwann fängst du an, dich selbst zu sabotieren, irgendwann fängst du an, dich selbst klein zu halten. Und dir Dinge nicht mehr zu ermöglichen oder nur noch Dinge zu ermöglichen, die andere gut finden und nicht nur du. Ja, es gibt so viele Menschen, die würden niemals etwas tun, nur weil sie es mögen, sondern es müssen dann links und rechts auch noch andere mögen und nur dann trauen sie sich's. Und sowas könnte das sein. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Thema. Entweder, dass es immer wieder im Leben zur Stagnation kam oder auch gerade jetzt in deinem Leben zur Stagnation kommt. Ganz oft will das Leben, dass du dir die Vergangenheit anguckst, dass du guckst, wo du herkommst, was du erlebt hast und dass du dir keine Schuld gibst, dass du dir auch verzeihst, wenn du wütend auf dich warst oder wenn du gesagt hast, ich hätte Dinge kommen sehen müssen oder ich hätte Dinge anders handeln müssen oder ich hätte mich wehren müssen. Ganz viele Kinder können gar nicht sich wehren. So viele Kinder. Das ist so eine große Aufgabe, sich wehren zu müssen.
Das ist so, auch so, wenn man sieht, ein Kind, das sich wehren will, und dann diese ganzen erwachsenen Gesichter, dieser ganze erwachsene Druck, diese ganze erwachsene Bürokratie. Als Kind willst du dich nur noch verstecken. Deswegen dulden so viele Kinder auch Missbrauch, so viele Kinder schweigen, weil sie zum einen niemanden vom Kopf stoßen wollen, und das ist auch heute noch so. Sehr viele von euch wollen nicht schlecht reden, ihr wollt niemanden anprangern, ihr wollt niemandem schaden, obwohl euch Schaden zugetragen wurde. Ihr seid so wie, ja, das hat derjenige halt gemacht, aber ich bin nicht nachtragend, aber dir wurde wehgetan. Und das ist in deinem Schmerzkörper gespeichert, das ist in deiner Seele gespeichert, das ist auch teilweise in deinem Körper generell gespeichert und kann sich in verschiedenen Formen ausdrücken. Und es ist wichtig zu sagen, ich gebe die Energie, die auf mich übergelagert wurde, zum Beispiel, dass dich jemand unterdrückt hat, dass dich jemand übergangen ist, dass sich jemand einfach was genommen hat, was ihm nicht zustand, dass du diese Energie zurückgibst und sagst, du bist schuld, nicht ich. Du hast was gemacht, was nicht okay war, nicht ich. Ich hab's nicht kommen sehen, ich hab's nicht wissen können und ich war zu klein. Und selbst heute kann man immer noch sagen, ich habe Dinge nicht kommen sehen. So viele landen in Beziehungen, in Partnerschaften, in Freundschaften, wo sie es nicht an der Nasenspitze ansehen konnten, dass da jemand genauso wieder ist, wie zum Beispiel die Mutter oder jemand, der dir wichtig war, der dir aber wehgetan hat, weil man, wenn man das bei der eigenen Familie nicht erkennt, es bei anderen auch nicht erkennt. Man bleibt blind. Man erträgt den Schmerz, weil es vertraut ist und weil es zu Hause ist und es verändert sich nichts. Und deswegen ist es wichtig, in sich was zu verändern, damit sich im Außen was verändern kann. Weil wenn wir dulden, was um uns drumherum passiert, dulden wir auch alle anderen, die kommen, alle Verletzungen, die noch kommen, alles an Schmerz. Das trägst alles du in dir und das trägst auch du für andere. Und das ist nicht deine Aufgabe. Ja, den Schmerz anderer zu tragen, ist nicht deine Aufgabe. Deswegen, du bist jemand, der ist schon immer eine Unterstützung. Und es wird Zeit, dass du dir auch Unterstützung holst, dass du dir Unterstützung nimmst, dass du sagst, ich brauche auch Unterstützung. Und wenn jemand dich nicht unterstützt, also jetzt gerade muttertechnisch, dann ist sie nicht, dann ist das nicht der Mensch für dich. Weil ich finde, es gibt einen Unterschied, ob sich jemand verhält wie eine Mutter oder ob er nur diesen Anspruch, so wie ich bin deine Mutter. Bei mir ist es auch so. Sie sagt heute noch, ich bin deine Mutter. Ich habe ein Recht zu wissen, was du tust, was du machst, wie du lebst. Ich meine, ich habe mit ihr keinen Kontakt mehr, aber durch andere höre ich das. Und sie hat gar nichts. Sie hat gar nichts. Ich bin nicht sowas wie ein Abo, für das sie bezahlt hat und jetzt muss sie wissen und in diesem Abo alles nutzen können und sagt, ich habe Anspruch darauf. Ich bin ein Lebewesen, was sie rausgeplüpst hat, mit einer eigenständigen Seele und einem eigenständigen Kopf, der denken kann und einem eigenständigen Herzen, was fühlen kann. Und wenn ich merke, etwas ist nicht gut gewesen, dann darf ich sagen und tschüss, weil es mein gutes Recht ist. Und da hat niemand einen Anspruch, nur weil er die Mutter ist oder der Vater ist. Wir sind ja nicht sowas wie etwas Gekauftes, aber viele behandeln ihre Kinder wie etwas Gekauftes. Das ist meins, das ist mein Auto, das ist mein Spielzeug, das gehört mir. Jetzt, ich darf darüber entscheiden und wissen bis zum Tode. Nein, So ist es nicht. Das ist absoluter Quatsch, das Besitzdenken. Und das zeigt auch, dass derjenige in dem Moment Anzeichen einer jungen Seele hat. Und junge Seelen denken immer in Besitz. Alles, was sie haben, ist Besitz. Ihre Tiere sind Besitz, ihre Kinder sind Besitz, Freunde, alles ist Besitz, ihr Partner ist Besitz. Deswegen lass dich davon ja nicht irgendwie irritieren. Jetzt schauen wir nochmal in die Lenormand-Karten. Ich habe mir eigene Lenormand-Karten gemacht und ich benutze sie jetzt mal als Orakel. Interessant. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ihr dazu neigt, auch Partner zu wählen oder die Partnerschaft zu wählen, wo jemand entweder ihr ähnlich ist oder eben die Sachen vertraut sind. Wir können aber auch sagen, auch hier ist wieder dieses Männerthema, weil wir haben ja auch den Vater. Also, es kann sein, dass bei euch auch zusätzlich zu der Mutter vielleicht auch der Vater ein schwieriges Thema sein könnte, weil manchmal spielt das dann hier mit rein. Das muss nicht bei jedem so sein, aber es könnte sein, dass ihr doppelt belastet seid. Das kriege ich irgendwie rein und dass dann auch Beziehungen, Partnerschaften, die Partnerwahl, vielleicht auch keine Partnerwahl, dass man sagt, ey, weißt du was, bleib Single, ich habe keinen Nerv, ich will meine Ruhe haben, was genauso berechtigt ist und auch gut manchmal für ihn sein kann. Und dann haben wir das Kind. Ja, interessant, das war im Lenormand. Auch hier wieder eine ähnliche Konstellation haben wie die beiden. Das Kind mit dem Papa oder das Kind mit dem Mann. Ihr müsst für euch an der Stelle jetzt wissen, wie das für euch passt, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein gemischter Pile, wo manche Menschen überhaupt keine Probleme mit dem Papa haben und andere haben sogar teilweise mehr Probleme als mit der Mama, aber mit der Mama auch.
oder dass sie mit der Mama Probleme hatten und dass sich dann auch ihr Liebesleben, aber auch auf dieses Gefühl von, man will vielleicht gerettet werden, man will umsorgt werden. Viele, die auch ein Problem mit der Mama haben, weil man sagt immer so, ja, Papa, Kind und so. Aber viele wollen dann auch durch einen Partner gerettet werden, wenn sie aus einem toxischen Haushalt kommen, weil sie unbedingt diese Leere erfüllen wollen. Ja, sie wollen, dass dieser eine Mann oder dieser eine Partner etwas füllt, was eigentlich nicht füllbar ist, jedenfalls nicht durch jemand anderen. Und es kann dann dazu führen, dass man dann eben auch an toxische Personen gerät, die es noch verschlimmern, als zu verbessern. Okay, haben wir jetzt für dich mal zwei Kraftkarten, um zu gucken. Interessanter Hirsch. Also du bist sehr, sehr kraftvoll und ich habe das Gefühl, du bist jemand, der wehrt sich, wenn er sich wehren muss, aber du hast auch Phasen gehabt, da hast du dich nicht wehren können, weil du überfordert warst mit dem Leben, weil es zu viel war. Und ich glaube, du bist jetzt in einem Stadium, wo du definitiv auch weißt, wer du bist und du das auch zeigst. Und das ist gut so. Und das sollst du auch. Und du sollst dich nicht schlecht fühlen und du sollst auch nicht denken, dass es zu viel ist oder dass du es nicht machen darfst, sondern du darfst es genau so machen, wie du es fühlst. Und du bist auch ein Rudelanführer. Du darfst führen. Falls dir irgendjemand mal gesagt hat, hör auf dich wichtig zu nehmen, hör auf dich über jemanden zu stellen, hör auf blabla. Nein, du warst schon immer ein Führungsmensch. Du warst schon immer jemand, der wusste, wo es lang geht. Du wusstest immer, wie man Menschen zusammenbringt und Menschen führen kann. Und lass dir ja nicht irgendwas anderes einreden. Oft sind das die Menschen, die einfach nur neidisch sind auf das Talent, was du hast und auf die Energie, die du in dir trägst. Uhu, die weiße Schleiereule. Ihr seid wachsam, wachsame, kluge, weise Wesen. Und ich glaube, vielleicht für den einen oder anderen zu klug und wahrscheinlich auch zu klug für eure Mutter. Vielleicht sind das Dinge, die ihr sagt. Vielleicht habt ihr vielleicht schon ein Gespräch geführt oder wolltet und dann habt ihr gemerkt, die versteht das gar nicht. Also die versteht gar nicht, was ihr sagt. Die hört nur Worte und fühlt sich dann vielleicht gekränkt oder getriggert und hört gar nicht, was ihr wirklich sagt, dass ihr vielleicht gar nicht angreifen wollt, sondern nur Klärung sucht. Weil es fühlt sich so an, als ob ihr oft missverstanden werdet, auch von anderen. Und dass eure Intelligenz für viele zu hoch ist. Und das soll jetzt nicht irgendwie arrogant oder so klingen, aber es ist ja oft so, dass wenn man mit Menschen redet, die sich entweder noch nie mit Themen beschäftigt haben oder kein Interesse haben oder ignorant sind oder eben auch jüngere Seelen, weil einfach die Kapazität in ihrem Leben, in ihrem Geist nicht da ist, die empfinden einen dann vielleicht als schwierig, anstrengend, nervig, besserwisserisch. Und ich fühle, dass du jemand bist, der soll sich auf gar keinen Fall sowas sagen lassen und auf gar keinen Fall irgendwie sich dumm anmachen lassen, weil du bist toll, wie du bist. Du bist klug, du bist weise. Du bist eigenständig, du bist unabhängig. Du kannst auch gewitzt sein, dein eigenes Ding machen. Ja, und bleib bei dem, welchen Weg du auch gewählt hast. Ja, wenn du jetzt gerade einen Weg für dich gefunden hast, um dich abzunabeln, dein eigenes Ding zu machen, bleib dabei. Bleib dabei. Lass dich bitte nicht irgendwie rumschubsen oder dir sagen, dass du anders sein müsstest. Du machst das gut. Ja. Okay, ihr Lieben. Das ist jetzt das, was ich hier durchbekommen habe im Peil. Nummer 3, das war ein langes Video. ja, falls ihr noch ein Reading wollt, ein persönliches, könnt ihr es gerne auf meiner Website buchen. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habe ich einen PayPal-Link oder auch eine andere Möglichkeit auf meiner Website. Schaut gern bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.